Willkommen zu Frequent Traveler TV, eine Balkonaussicht für euch hier zum Frequent Traveler TV. Was haben wir denn heute? Update, genau, Vielflieger Update. Themen, die wir haben, sind natürlich der Lufthansa-Bodenpersonalstreik beendet. Wir haben so ein bisschen Details, auf was man sich geeinigt hat. Dann geht es weiter in England. Dort gibt es dann auch Streik, allerdings vom Grenzpersonal. Neben den Jungs, die unten das Laub wegsaugen bzw. wegpusten. Deshalb ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Lärm hört, könnt ihr unten kommentieren. Dann haben wir Austrian Airlines. Der Streik ist beendet, aber der nächste Streik ist auch schon wieder geplant. Wer in Wien ist am 4. April, kann Ostereier suchen gehen. Der Wiener Flughafen Freundeskreis hat da einen Ausflugstipp für euch. Finde ich eine coole Geschichte, kann man machen. Dann Frontier Airlines hat eine Evakuierung durchgeführt am Gate mit dem Flugzeug, weil es dort merkwürdige Gerüche gab. Strenger Geruch habe ich es genannt. Ich erzähle euch, wie es im Englischen heißt. Und haben wir noch ein Thema? Ja, Southwind. Hatten wir gestern über die Finnen berichtet. Die haben über Southwind in Europa gerichtet, haben gesagt, der Luftraum in Europa ist für die Fluggesellschaft Southwind gesperrt. Und gar nichts mehr für euch. Ich mache heute noch für euch die Meilen-Highlights und die Meilen-Schnäppchen, die natürlich dann auch diesen wunderbaren Ausblick bekommen. Und ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, einen Like da lassen, aber auch kommentieren, abonnieren und Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr Kreditkarten haben wollt, hier, ich gehe heute ein letztes Mal, bevor ich wieder nach Hause fliege, mit einem Kunden hier in Palm Springs zur Bank und öffne ein Konto mit ihm, weil er das unbedingt hier haben wollte, weil er die Adresse geiler findet. Kann man machen, kein Problem. Also, die Nummer benutzen. Das erste Thema, was wir haben, ist Lufthansa Bodenpersonal, und das Lufthansa Bodenpersonal hat den Streik beendet. Und da müssen wir jetzt erstmal uns genau angucken, was das Ergebnis ist, weil wir hatten ja gesagt, was die Forderungen sind. Ich will es nicht mehr groß aufdröseln, weil viele von euch, die regelmäßig schauen, sind gelangweilt. Könnt ihr eine Folge von vorher gucken oder sowas. Auch ein geiler Weg, um mehr Views zu bekommen. Aber hey, Like da lassen dafür. Auf jeden Fall ist es so, am 11. April Verdi Lufthansa nun zeitnah mitteilen muss, dass das ganze Thema angenommen worden ist und dass das Ganze gegossen werden kann in einen Tarifvertrag. Und die Details sind wie folgt. Man hat sich beim Thema Gehalt und Zulagen auf die Gewerkschaft zubewegt, logischerweise, war ja auch jetzt nicht wirklich schwierig. Und nach dem letzten Verhandlungsstand hat der Konzern Gehaltsanpassungen in zwei Stufen geboten, 4%, mindestens 200 Euro, rückwirkend zum 01.01.2024, 6%, also mindestens 140 Euro zum 01.03.2025. Und dann hat man zudem ein Plus eingeführt für die Wechselschichtzulage von 3,6%. Damit ist das Grundgehalt wieder eingeführt, teilte Verdi mit über die Zahlung einer steuerfreien Inflationsprämie. Da gab es ja keinen Streit, das ist ja irgendwie im Konzern, da kriegen alle die 3.000. Lustigerweise war es ja vorher 2.000 und dann hatte die Verdi das hochgepumpt auf 3.000, so kriegen dann alle 3.000. Also finde ich dann zumindest fair. Die Tarifsteigerung ist halt so, dass das Grundgehalt von 3.000 Euro in zwei Stufen um 16,6% auf 3.498 Euro steigen kann, rechnet Verdi vor. Wer bisher 6.000 Euro im Monat Grundgehalt verdient, kann mit einem Plus von 11,7% rechnen. Das sind schon krasse Gehälter, muss man ehrlicherweise sagen, 6.000 und so weiter. Aber hey, so ist das, Inflation und alles ausgeglichen. Ihr könnt ja unten schön kommentieren, was ihr davon haltet. Ich mache dann weiter mit dem nächsten Thema, und das ist dann Austrian Airlines. Die Austrian Airlines, die hat natürlich den ersten Streik schon hinter sich gehabt, jetzt den zweiten Streik hinter sich gehabt und hat dann den Streik beendet. Und am grünen Donnerstag sind hunderte von Flügen, also gestern, ausgefallen. Heute ist ja Karfreitag, stimmt, fällt mir gar nicht auf. Auf jeden Fall ist es so, dass die Belegschaft da jetzt unhappy sind, und am Karfreitag sind halt auch heute 400 Flüge gestrichen worden. Betroffen waren 50.000 Passagiere. Also da sieht man, da ist noch Musik im Karton und was da halt wirklich passiert. Wenn wir uns da weiter uns anschauen, was bei der Austrian noch auf dem Köcher ist,
Das ist die neue Betriebsversammlung, ja. Ihr wisst ja immer, die nächste Betriebsversammlung ist am 4. April. Heißt also, bei der AUA ist es so, man macht eine Betriebsversammlung, man labert ein Rhabarber und geht dann eventuell in einen Warnstreik. Also das ist dann wieder nochmal die rote, gelbe Karte von der AUA-Gewerkschaft an die AUA. Und ich hatte ja gestern noch berichtet von der Kollegin Annette Mann, die ja auch beim ORF war und dort Rede und Antwort gestanden hat. Und sie hatte auch noch eine interessante Sache gesagt. Die Gewerkschaft sagt ja, dass sie nicht als CEO kommt, aber sie schickt ja ihren Finanzer und ihren Personalvorstand hin. Wenn man mit ihr reden will, und man sieht ja auch, dass sie in die Sendung gegangen ist, ist sie erreichbar. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, also wenn ich Annette Mann angeschrieben habe, hat sie sehr schnell geantwortet, auch in ihren Funktionen davor und auch jetzt in der jetzigen Funktion. Deshalb, ich kenne sie wirklich nur so, dass sie sehr responsive ist, wie man so schön im Englischen sagt. Also da würde ich jetzt davon Abstand nehmen. Ein Argument, was sie auch noch gebracht hatte, ist, dass man bei der AUA ja sehr viele Investitionen zu stemmen hat und die AUA auf Zukunft trimmen will. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, das stimmt. Wir haben ja gesehen, dass die 5 neue A320 Neos gekriegt haben. Das sind Investitionen, die bezahlt werden müssen. Bamboo Airlines, die 787, ich hatte, glaube ich, irgendwann Sprinter gesagt, die kommen auch, aber das war das erste Flugzeug oder sind die ersten Flugzeuge, die zwei, die Bamboo ist schon gelandet. Also das heißt, auch da ist die AUA in der Umstrukturierung. Und man wird ja auch nicht sagen, dass die 767 oder die 777 jetzt wirkliche geile Edelkarren sind, um es in der Airbus-Sprache zu sagen, wie der Kollege von Airbus sagt, die Karre. Kann man das beim Flugzeug sagen? Ich finde das immer, aber ich finde es lustig. Also auf jeden Fall ist es so, dass diese Investitionen natürlich dann ein Problem sind, wenn man auch Personal dann überbezahlen muss. Aber das Argument, dass das Personal bei der AUA am niedrigsten von allen Lufthansa-Konzerntöchtern bezahlt wird, ist natürlich auch ein Argument, was man von der Gewerkschaft akzeptieren muss. Und Niggemann hat ja auch gesagt, dass der Finanzer von Lufthansa oder Personalvorstand auf jeden Fall der sagte, dass bei dem Tarif jetzt ein großer Brocken natürlich auch von dem Gewinn weggeht, weil man es ans Personal zahlt. Aber hey, solange man Gewinn macht und das Personal den Gewinn ja quasi einfährt, finde ich das schon eine faire Kiste. So, da könnt ihr natürlich jetzt mal gucken, was da so passiert. Also bei dem Streik sind halt 400 Flüge ausgefallen, 50.000 bis 60.000 Passagiere sind betroffen und die Kosten liegen bei 15 Millionen Euro. Das will ich euch nicht vorenthalten, nur dass ihr mal so einen Eindruck bekommt. Wer auch streikt, das sind die Grenzkontrollbeamten in England, in the United Kingdom. Und zwar da ist es so, dass 600 Border Force Officers in Heathrow streiken. Wenn, oh, jetzt macht das Auto an, das ist geil. Er fährt vorbei. Ich weiß nicht, seht ihr das im Bild? Ja, da kommt er mit seinem Racing-Auto. Hier ist also Halligalli in Palm Springs, beziehungsweise um ganz genau zu sein, in Rancho Mirage auf dem Berg. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass man dort streiken möchte und die Public and Commercial Service Union PCS, das ist die Gewerkschaft, hat sich mit 90% für einen Streik ausgesprochen. Warum geht es bei dem Streik? Bei dem Streik geht es natürlich darum, dass man dort mehr Gehalt haben möchte. Und die Union hat auch die Angst, dass 250 Border Police, wie heißt das ganz genau, Immigration Officers, ihren Job verlieren können, weil man da auch die Bedingungen ändert. Und zwar, dass man halt da die flexiblen Arbeitszeiten nicht mehr machen möchte, nicht mehr geben möchte. Also da bin ich auch mal gespannt, was das heißt. Insofern ist es so, dass man, ja, man hat dann, als das passiert ist beim letzten Walkout oder Streik, dass da Militär gekommen ist und das kontrolliert hat. Also gucken wir mal, inwieweit die Auswirkungen da sind. Im Gegensatz, ich weiß nicht, sind die verbeamtet oder sowas? In Deutschland dürften Beamte ja nicht streiken, wenn ich das richtig habe. Aber ihr könnt das ja unten kommentieren. Ihr wisst das ja, wie es in Deutschland ist. Ich bin zu lange raus aus dem Thema Deutschland und muss ehrlicherweise sagen, ich genieße das hier in Palm Springs gestern bei 28,5 Grad, glaube ich. So. Jetzt haben wir ein Thema und zwar Southwind, Südwind. Aber das Problem ist, dass das eher Russlandwind ist, was da bei den Freunden war. Und zwar ist das so, dass die Southwind von den Firmen gestern die Landerechte entzogen bekommen haben, weil sie mehrheitlich wohl in russischer Hand sind. Zumindest wenn es um die Befehlsgewalt über die Operation und so weiter geht. Und das ist halt ein Problem jetzt, wenn der Krieg da ist.
Und jetzt die Frage, ob es wirklich türkisch ist, haben die Finnen mit der ganz klaren Antwort gegeben: Nö, wir sind zum Schluss gekommen, dass die Gesellschaft, Fluggesellschaft und ihre Kontrolle mit russischen Akteuren verbunden sind. Also, man drückt das jetzt nicht mehrheitlich aus, aber die EU hat halt reagiert. Man hat Start-, Überflug- und Landeverbot erteilt. Heißt also, sie können nicht in den Luftraum fliegen, sie können auch nicht starten, landen, logischerweise. Und die Mitglieder sind auch gestern direkt informiert worden, dass der offizielle Firmenname von Southwind übrigens interessanterweise ist, nämlich Cortex Havacılık ve Turizm Ticaret. Für mich als Nicht-Türke, ich entschuldige mich, dass ich eure Sprache so verhunzt habe. Aber ich liebe die Türkei. Türkei, türkisches Essen ist super lecker. Auf jeden Fall ist es so, dass man dort das gegeben hat. Und die Flugzeuge ist absolut, also diese Fluggeschichte ist absolut strikt. Deshalb gab es ja zum Beispiel auch Aeroflot-Maschinen, die quasi gar nicht raus konnten. Das gilt für sofort. Das heißt also, wenn ein Flugzeug jetzt in Europa steht, kann es nicht starten. Kein, ist nicht so. Interessant ist es natürlich, wie es mit der Schweiz ist. Die wollten ja ab dem 2. Mai zweimal pro Woche nach Zürich fliegen. Aber das Problem ist, wie willst du in die Schweiz kommen, ohne europäischen Luftraum zu fliegen? Das finde ich eine spannende Frage. Wer dafür einen Lösungsansatz hat, ist so. Wir wissen ja alle, dass eine Regatta um Österreich oder um die Schweiz quasi einmal schön um halb Europa wäre. Also insofern, da bin ich auch mal gespannt. 11 Minuten 44, nein, 11 Minuten 44 Sekunden in die Sendung und ich habe für euch schon, nachdem man hier wieder Lärm macht, ich hoffe, ihr seht, sieht man überhaupt, was die machen? Nee, ne? Ah, doch, das sind Kids, die da mit Rollerskates fahren im Hintergrund. Habe ich einen Tipp für einen Familienausflug und zwar, wer in Wien ist oder nach Wien fliegt am 4. April, der kann dort Ostereier suchen. Und zwar die Besucherterrasse ist wieder nach der Winterpause geöffnet. Man sollte diese auch nutzen, ganz einfach deshalb, weil diese Besucherterrasse fällt leider Umbaumaßnahmen zum Opfer. Ja, die kommt weg. Und es wird dann halt eine Terrasse geben, die keine Sicherheitskontrolle übrigens mehr erfordert. Und es ist einfach so, dass man vom 13. bis zum 17. eine große Ostereiersuche für groß und klein dort macht und mit dem Osternesterl, wie der Österreicher sagt, ne? Osternesterl, für solange der Vorrat reicht, natürlich auch da gibt. Zusätzlich wird es Goodies am Stand der Flughafenfreunde Wien vor Ort geben. Es ist auch natürlich eine gute Gelegenheit, sich über die Baufortschritte dort zu informieren oder aber in Wien in die Lounge zu gehen vom Flughafen, wenn man fliegt auf dem Rückweg. Das ist einer der besten Lounges laut Priority Pass. Ich persönlich kann sagen, die Lounge ist richtig top. Mit Air Baltic und Finnair bin ich da immer rein. Auf jeden Fall ist die Aussicht auf die Landebahn derzeit ungehindert und am Tag der offenen Tür ist der Eintritt zur Besucherterrasse kostenfrei. Das ist auch eine coole Sache. Und die Aussichtsplattform wird aber ab dem 1. April auch wieder täglich geöffnet sein, wer es nicht schafft, zu der Ostereiersuche von 11 bis 18 Uhr. Also für euch ein geiler Hinweis, für alle in Österreich. Ich denke mal, für Aviatik-Freunde ist das geil. Ja, jetzt fahren sie hier auch vorbei. Das ist hier wohl eine Rennstrecke, Ritz-Carlton, wie man es mag. Was man nicht mag beim Fliegen, das ist Geruch, also Smell-Event, Smoke-Event oder wie das Ganze heißt. Da ging es sich aber nur darum, dass man eine Art Strange-Odor, also einen Geruch gehabt hat, der merkwürdig ist. Und dieser merkwürdige Geruch hat dann den Kapitän dazu veranlasst, das Flugzeug evakuieren zu lassen. Das Flugzeug war am Gate. Man hat sich dann interessanterweise nicht dazu durchgerungen, einen sogenannten Rapid Disembarkation zu machen. Das ist eine Procedure, wo man über den Finger raus und rein geht. Heißt also, dass man da die Leute relativ schnell rausgehen lässt. Und da ist wohl anscheinend bei Frontier Airways keine Procedure in Kraft gewesen. Ich gebe euch hier einfach ein Bild. Da seht ihr das auch, wie die Leute auch dann über die Rutsche rausgegangen ist. Ein Passagier hat sich leider auf dem Flughafen Orlando, das war ein Flug von Charlotte Douglas nach Orlando, wäre der Flug gewesen. Und in Charlotte ist das dann passiert, dass man da dann den Passagier
dann, weil er sich am Knie verletzt hat, ins Krankenhaus bringen musste. Und es ist so, dass man diese Bilder jetzt auch von Social Media gesehen hat. Ihr könnt das ja auch mal googeln auf Facebook und so weiter. Das Flugzeug war ein Jahr altes A321 Neo-Modell und die Passagiere vorne wurden halt 213 Stück über die Fronttür rausgelassen und dann die anderen über die Slide. Und die über die Slide waren, da ist natürlich das Thema, dass man sich verletzt hat. Und wie ihr alle wisst, ist es ja natürlich so mit einer Slide, dass man das ungern macht, weil auf der Slide gibt es immer Verletzte. Selbst bei Übungen, wo Flugzeuge zertifiziert werden, ist das so, dass sich Leute da leider verletzen. Man hat natürlich auch dann gesagt, dass das Ganze wegen Rauch, Entschuldigung, nicht wegen Rauch, sondern wegen einem Geruch, Smoke, also Brandgeruch, gemacht worden ist. Also insofern da der Grund. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was man da gemacht hat, konnte dann nicht bestätigt werden, weil es wurde kein Feuer gefunden, Gott sei Dank. Und die Feuerwehr hat das Ganze dann ganz schnell geklärt. Aber es ist halt natürlich immer so, dass das ein Problem ist. Dann gab es auch noch mal eine Geschichte mit der 330 in 2019 in Sydney. Da war man ja auch evakuiert über die Jet Bridge und über die Rutschen, die 330er. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und da ist dann im Nachhinein gesagt worden, dass diese Rapid Disembarkation eigentlich das Maß der Dinge gewesen wäre. Und das andere ist, es ist halt daran gescheitert, es gab dafür keine Procedure. Müssen wir mal mit Freddy drüber sprechen, auch wieder ein Thema. Und ich habe die Folge mit Freddy immer noch nicht online gestellt, mea culpa, ich mache das. Kommt auch noch. Aber auf jeden Fall ist das so, dass man halt auch lieber über die Jet Bridge die Leute rauslässt, als über die Rutsche, weil es halt wirklich problematisch ist, wenn es um Verletzungsgefahr geht. Damit haben wir die heutige Folge hier wieder mit dem wunderbaren Blick beendet. Ich bin in Vorbereitung. Ja, ist geil, ne? Wenn es zu Ende geht, wird es wieder leise. So ist das Leben. Mache auch die Main-Highlights und die Main-Schnäppchen für euch heute fertig. Und die könnt ihr dann auch am 1. April sehen. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht als Scherz auf. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Mehr werde ich auch nicht dazu sagen. Ihr abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Und ich freue mich auf eure. Ups, die Kamera gehauen. Freue mich auf eure Kommentare und auf eure Nachrichten. Wenn ihr Kreditkarten haben wollt und so weiter, sagt Bescheid. Ich gebe euch jetzt den Abspann, bevor der nächste Wagen hier wieder durchfährt. Also bis dann. Ciao. Thank you.